Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rock the Bikes Alphabet. Vielleicht habt ihr letzte Woche den Buchstaben B verfolgt und dementsprechend könnt ihr euch denken, heute ist der Buchstabe C dran. C, C wie Custom, C wie Chicano, C wie Custom Chrome. Was das ist, werde ich euch gleich gerne erzählen. Weiterhin wäre ich euch natürlich super dankbar, wenn ihr nachher hier ein Like da lasst und natürlich den Kanal abonnieren würdet. Würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht irgendwas an Themen habt, die ich für euch aufnehmen soll, lasst mir das gerne in den Kommentaren hier oder schreibt mir einfach eine Privatnachricht über die einzelnen Social-Media-Kanäle, TikTok, Instagram, Facebook und so weiter und so weiter. Gut, fangen wir also an. C wie Custom. Custom wie maßgeschneidert oder angepasst. Und genau das ist das, was man auch tut. Also wenn wir Customizer oder wenn man von Customizing spricht, dann spricht man von einem angepassten, maßgeschneiderten Motorrad. Individuell. Das ist vielleicht auch ein Begriff, der ganz gut passt. Ein Motorrad, was zu dir passt, was du dir wünschst, wie du es dir vorstellst. Nicht ein Produkt von der Stange, nicht ein Produkt, also eine Harley aus dem Laden, so wie sie aus dem Stock kommt, ja, also aus dem Laden. Customizing ist Individualität in etwas reinbringen. Und ich glaube, so jeder von uns hat den Wunsch, egal ob das jetzt ein Auto ist, ob das eine Harley ist, ob das ein Haus ist, seine eigene Note mit reinzubringen. Und das fängt bei Kleinigkeiten an. Das kann die Farbe sein, das kann der Griff sein, das kann aber auch nur so eine Glocke unten dran sein, die so ein bisschen widerspiegelt, das ist meins. Ich habe mir dazu Gedanken gemacht und das ist meins. Customizing ist sicherlich auch etwas, was schon damals in Bezug auf Gepäck, Lenker, Bequemlichkeit, weil wenn wir uns überlegen, wo Harleys herkommen aus Amerika, da sind die Leute lange Touren gefahren. Wer schon mal in Amerika gewesen ist, der weiß, dass die Straßen anders sind. Ja, es sind Highways, lange Straßen, unendliche Straßen und da kommt es auf andere Sachen an. Da haben die Leute, vielleicht habt ihr den Film Easy Rider gesehen, angefangen, die Motorräder so umzugestalten, zu customizen, dass sie für ihre Bedürfnisse, ne? Das heißt zum Beispiel hinten ist die Bar, dass sie sich anlehnen konnten, die Füße höher, all diese Dinge. Und das ist wichtig und das ist eine Szene und hier in Deutschland nennt man das bei Autos ja eher so diese Tuning-Szene. Davon möchte ich aber so ein bisschen Abstand nehmen, weil Tuning ist, da kommen wir sicherlich beim Buchstaben T zu, ist was anderes. Customizing ist wirklich etwas individuell an meine Bedürfnisse anzupassen. Ja. Und das ist auch das, was wir hier tun, customizen. Wir customizen Motorräder an eure Bedürfnisse angepasst, für euch maßgeschneidert und schaut einfach mal gerne vorbei, was wir so machen. Vielleicht können wir auch ein paar Motorräder hier einblenden, was wir so gebaut haben. Und wenn ihr Ideen oder sowas habt, dann sprecht euren Customizer oder natürlich uns gerne an und selbst wenn ihr selbst irgendwie was bauen wollt, dann holt euch Rat bei jemandem. Die Community ist riesig, egal ob das bei Instagram ist oder in Foren ist, holt euch Rat, sprecht mit den Leuten. Ich habe bis jetzt immer nur positive Erfahrungen gemacht. Custom Chrome. Custom Chrome ist ein Zulieferer von Teilen, die wir zum Customizing benötigen und einer meiner wichtigsten Zulieferer für Teile. Custom Chrome Europe ist ein Ableger der amerikanischen Firma und dort bekommen wir sehr viele Teile von namhaften Firmen, weil so wie zum Beispiel ein Gastronom hat man Großhändler, wenn man einkauft. Man kauft nicht beim Lieferanten selber, das würde nicht funktionieren. Und ohne diesen Partner Custom Chrome würden wir viele Sachen nicht machen können. Da bin ich auch sehr froh drüber, dass es solche gibt. Wir haben drei große Zulieferer und Custom Chrome ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Teil und bis jetzt konnte ich mich auch immer super darauf verlassen, sowohl die Lieferung als die Qualität der Teile, als auch der Service, denn auch für uns ist es wichtig, wir haben manchmal Fragen, die müssen beantwortet werden und da fühle ich mich bei Custom Chrome auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Der letzte Punkt ist Shikano und C wie Club Style. Das sind beides Motorradtypen, die in der derzeitigen Zeit sehr aktuell gefragt sind. Gerade der Club Style ist so vor 2-3 Jahren von Amerika hier rübergeschwappt und erlebt jetzt gerade so seinen Höhepunkt. Gerade auch bei Instagram und YouTube gibt es extrem viele Videos, wo Leute mit Clubstyle-Motorrädern, das ist meistens ein T-Bar-Lenker, eine kleine Maske vorne drauf, eine alte Dyna zum Beispiel hier, sowas umgebaut,
Da fahren die Jungs Wheelies mit, machen irgendwelche krassen Sachen und so weiter. Die Koffer haben sie meistens etwas höher gelegt bzw. abgeschnitten, sodass sie die Wheelies machen können. Aber ihr kennt das sicherlich besser. Genauso der Chicano-Style, das ist auch aus Amerika. Den gibt es allerdings schon ziemlich lange. Chicano also ist gerade bei der mexikanischen oder lateinamerikanischen Bevölkerung sehr begehrt. Es sind meistens Motorräder mit sehr, sehr großen A-Hängern. Oft Tourer oder Softails, die sehr, sehr langgezogen sind, Koffer langgezogen sind, die Fishtail oder Sharktail-Auspuffanlagen haben, aufwendige Lackierungen in verschiedenen Farben mit viel Glitzertönen, mit viel Chrom und Gold und so weiter und so weiter. Und beide Styles feiere ich tatsächlich privat gar nicht so sehr selbst, aber ich finde, beide haben ihre Berechtigung. Und ich habe ja zuletzt erst einen Chicano gebaut, die könnt ihr euch hier mal angucken. Eines unserer nächsten Produkte oder Projekte wird ein Clubstyle. Das habe ich noch vor, dieses Jahr zu bauen. Natürlich in erster Linie, weil ich mich auch ein bisschen an Kundenwünschen orientieren möchte. Ich baue viel, was ich selber mag. Aber wenn ich nur bauen würde, was ich selber mag, so wie meine Signature Bikes, dann wäre es ziemlich eintönig. Also möchte ich natürlich mich auch ein bisschen an euch orientieren. Und die Frage kam schon jetzt öfters: Machst du mal einen Clubstyle? Ja, das wird auf jeden Fall kommen. Das ist eines der Projekte, die ich anstrebe. Und ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein. Was sind die großen Merkmale? Ich habe ja eben schon gesagt, Clubstyle, T-Bar-Lenker, der relativ hoch ist, so ein Aussie-Style, das bedeutet dicker als 1,5 Zoll, auf 2 Zoll dicke, richtig kräftige Lenker, meistens eine Maske vorne dran. Clubstyle kommt so oder hat seine Renaissance so ein bisschen bekommen durch die Serie Sons of Anarchy, die ihr sicherlich gesehen habt. Und da sind sehr viele Clubstyle-Motorräder durch die Gegend gefahren. Clubstyle nicht zuletzt, wahrscheinlich auch, weil es Motorradclubs sehr oft fahren. Sie sind praktisch für lange Touren. Die Maske hält den Wind ab, die Koffer, da kann man Sachen mit transportieren und sind immer praktisch. Chicano habe ich eben schon gesagt, eher auffällig, sehr, sehr hohe Lenker, tief gelegt, oft bis auf die Straße runter mit Airride-Fahrwerk, so wie auch so ein bisschen diese Autos aus den 90ern, die so gesprungen sind, Lowrider und wie sie alle hießen. Ja, das sind auf jeden Fall zwei Styles, die mit C anfangen und die uns die nächsten ein, zwei, vielleicht 3 Jahre begleiten werden in der Customizing-Szene. Denn auch da gibt es einen immer wiederkehrenden Wechsel. Das erkennt man, wenn man länger dabei ist. So zum Beispiel glaube ich persönlich, dass wir die Renaissance des Heineckers innerhalb der nächsten 4, 5 Jahre erleben werden, der jetzt derzeit völlig out ist. Aber wir dürfen gespannt sein. Und wir dürfen auch gespannt sein, was nächste Woche kommt. Denn nächste Woche ist der Buchstabe D dran. Das ist auch so ein bisschen der fließende Übergang. Denn oft für Clubstyle wird eine Basis benutzt, die Dyna. Und die fängt bekanntlich mit D an. Also dürft ihr gespannt sein. Nächste Woche ausführlich der Buchstabe D. Und bis dahin sage ich, rock the bike.